Hallo zusammen, hier ist wieder Forstheld. Heute mit einem ganz kurzen How-To, mit einem kleinen Tipp und Trick, wie man Missionen erfüllen kann, für die man noch keine Waffen besitzt. Und zwar, ihr kennt das bestimmt alle, ich zeige euch hier mal ein Beispiel. Das ist eine Rothirsch-Mission und die Mission verlangt, dass man einen Rothirsch mit über 200 Kilo Gewicht mit der Blaser F3 und Flintenlaufgeschossen erlegt. Jetzt ist es so, dass ich momentan die Blaser F3 noch nicht besitze, aber ich gerne in den Missionen weiterkommen möchte. Und da fragt ihr euch sicher, gibt es dort eine Möglichkeit? Und ich sage euch, ja, es gibt einen kleinen Trick. Und zwar ist es da dazu notwendig, dass ihr ein Multiplayer-Spiel öffnet mit einem Spieler, der diese Blaser hat. Hier seht ihr mich jetzt in einem Multiplayer-Spiel auf einen Rothirsch zulaufen, den ein Kollege von mir mit der Blaser F3 und den Flintenlaufgeschossen erlegt hat. Wir sehen jetzt hier, er hat über 200 Kilo. Ihr könnt hier unten auch erkennen, dass der Schuss nicht von mir war. Und wie ihr seht, da ich das Tier aufgenommen habe, gilt die Mission als erfüllt. Mit diesem kleinen Trick könnt ihr also Missionen erfüllen, ohne dass ihr selbst diese Waffe besitzt, sondern ihr braucht halt einen bekannten oder befreundeten Jäger, der mit euch in einem Multiplayer jagt. Das erlegte Tier gilt natürlich in der Statistik für den Schützen und nicht für den, der es aufsammelt. Das funktioniert nur für die Mission. Noch ein kleiner Hinweis bzw. eine Warnung. Die Mission wird nur für denjenigen gewertet, der das Tier einsammelt. Das bedeutet, der Schütze, wenn er die Mission noch offen hat, bekommt die Mission nicht gut geschrieben. Aber ansonsten könnt ihr so untereinander euch aushelfen und die Missionen erfüllen, auch wenn ihr euch nicht alle Waffen anschaffen wollt oder könnt. Das war wieder Forstheld, heute mit einem kleinen How-To mit Tipps und Tricks zu Missionen. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen von euch helfen. Würde mich freuen, wenn ihr mich liked und abonniert. Bis demnächst.